Herzlich willkommen zum dritten mittellangen Q&A heute Abend beim Filmfestival des Deutschen Kinos. Ich freue mich sehr, dass so viele heute Abend zugekommen sind. Vorweg ein Hinweis, den manche schon wissen, aber ich sage es trotzdem nochmal vor allem für Sie, liebes Publikum. Ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute Abend da sind. Wir zeichnen das Q&A mit, damit Sie die Möglichkeit haben, es auch noch abrufbar auf Alles Kino, unserem Streaming-Partner, zu finden. Falls Sie deswegen nicht mit Kamera dabei sein möchten, ist das natürlich auch in Ordnung. Ich gebe nur vorweg den Hinweis, damit alle Bescheid wissen. Genau, dann freue ich mich, dass so viele Leute heute Abend da sind. Sehr viele Filme machen, die Rede und Antwort stehen heute Abend. Vorweg möchte ich unseren Sponsoren natürlich danken, die uns auch dieses eher ungewöhnliche Festival im Online-Bereich noch ermöglicht haben. Der besondere Dank gilt unserem Trophäensponsor, der unsere mittellangen Trophäe sponsert, Jörg Ritterbusch. Ich hoffe, dass Sie nach dem Slot alle die Möglichkeit genutzt haben, fleißig abzustimmen für unseren Publikumspreis. Und dann können wir das Q&A heute Abend auch beginnen. Zunächst möchte ich die Filmschaffenden alle vorstellen, die Sie hier sehen. Aus dem Team von Elli sind da die Regisseurin Vivian Hartmann, dann die Hauptdarstellerin Hanna Binder und die beiden Produzentinnen Ann-Kathrin Boberg und Frederike Wellkamp. Herzlich willkommen. Aus dem Team Julka und Julie, da muss ich meinen Spickzettel zur Hand nehmen, das sind nämlich ganz schön viele, ich hoffe, ich vergesse niemanden. Vorneweg die Regisseurin Gloria Stern, dann die Katharin Lena Köhler, aus dem Schauspiel Sarah Simons, Helena Gossmann und Diane Düsterhöf. Das Annelie Siems, die aus dem Szenenbild ist da und die Autorin Florina Alice Büro müsste auch da sein. Und zuletzt aus dem Film Mama Nam die Regisseurin Linda Schiefer-Klinkhammer. Auch da freue ich mich sehr, dass es heute Abend möglich gemacht hast. Also vorweg nochmal herzlichen Glückwunsch zu so tollen Filmen. Ich habe mich persönlich sehr gefreut, die alle anzugucken und freue mich auch sehr, dieses Q&A heute Abend moderieren zu dürfen. Genau, wenn Zuschauerfragen sind, vorweg für Sie, liebes Publikum, dann gerne in den Chat schreiben. Ich bekomme die dann weitergeleitet und kann die an unsere Filmemacher weitergeben. Und würde mit einer ersten Frage direkt beginnen. Wir haben ja heute Abend drei sehr facettenreiche Slots gesehen in Liebesbeziehungen, familiären Beziehungen unterschiedlicher Art, wo es auch so ein bisschen um das sich aufopfern für etwas geht. Und mich würde vorweg interessieren, ganz grob gefragt, woher kam die Idee, solche Beziehungen darzustellen? Ich weiß nicht, ob wir in der Reihenfolge gehen wollen. Vivian, vielleicht willst du anfangen, was dazu zu sagen zu Elli. Warum Mutter, Tochter und warum in der Beziehung? Ja, Elli ist ein sehr persönlicher Film. Es hat relativ viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Ich bin selber eine Zeit lang ohne meine Mutter aufgewachsen, als ich ungefähr 4 war. Und ich habe mich natürlich immer gefragt, okay, was macht es mit einer Mutter-Tochter-Beziehung, wenn man eine Zeit lang getrennt war? Und wie schafft man das eigentlich, dass man trotzdem eine sehr innige Beziehung dann hat, auch wenn man mal sozusagen getrennt war? Und das war eigentlich so der Ausgangspunkt. Und dann haben sich aber die Charaktere ganz eigenständig entwickelt und die sind tatsächlich auch ein bisschen inspiriert von einer Person, die mir sehr nahe steht, die aber eigentlich ein Mann ist. Und da habe ich mich aber im Zuge der Recherche sehr viel damit beschäftigt, ja, was es eigentlich heißt, alleinerziehend zu sein. Und bin dann wirklich darauf gestoßen, dass tatsächlich es noch viel weniger Frauen gibt, die dieses Modell fahren, also als Wochenendmutter zu leben oder das Kind halt nur 20% zu sehen. Und das fand ich sehr erschreckend eigentlich, dass das gar nicht gleichgestellt ist. Und von da an ging dann eigentlich die Reise los. Okay. Vielen Dank schon mal. Ich weiß nicht, ob wir direkt rüber switchen als Einleitungsfrage. Gloria, wie war das bei euch im Film? Warum diese Art von doch auch eher ungewöhnlicher Beziehung?
Also vor allem deswegen, weil es schade ist, dass es so eine ungewöhnliche Beziehung ist, weil ja, es gibt sehr viele Frauen, die lesbisch sind und gerade im Fernsehen und im Kino werden so wenig ältere Frauen gezeigt in Liebesbeziehungen. Und wenn sie gezeigt werden, dann geht es meistens schlecht aus, dann sterben die am Ende oder bekommen auch kein Happy End und das fand ich sehr schade, ja. Das war so. Der Grund, warum gerade zwei Frauen in dem Alter auch angefangen hat, es aber eher so mit der Frage, so wie bei Romy und Julia, wo die dann sterben, wenn die Liebe nicht aufgeht in der Jugend, was ist, wenn sie nicht sterben und sich dann später im Alter wiedersehen? Das war so diese erste Grundfrage, die mich interessiert hat. Und was macht das mit zwei jungen Menschen, die dann leben mit vielleicht einem Schuldgefühl auch, dass sie sich nicht getraut haben. Wie entwickeln sie sich als Menschen? Was für Geschichten nehmen sie mit, wenn sie sich dann wieder begegnen? Auch eine sehr interessante Sicht. Wir kommen gleich auch nochmal zum Film zurück, aber Linda, vielleicht möchtest du auch noch kurz was zu sagen? Ja, gerne. Ja, also bei uns, da war eigentlich die Mutter-Tochter-Beziehung gar nicht so der erste Baustein. Eigentlich ging es erstmal los. Also Mamanam ist inspiriert von der Geschichte meiner Mutter und meiner Großmutter. Es ist nicht eins zu eins die Geschichte, aber es ist auf jeden Fall sehr stark inspiriert von der Geschichte. Und eigentlich war da erst so die Faszination für ja, die Art von Frau, die meine Großmutter in den 60er Jahren war und auch diese Lust und dieser Mut, in ein Land wie den Iran auswandern zu wollen und diese Beziehung, die anfänglich eine ziemlich große Amour-fou war zwischen meinem Opa und meiner Oma. Und wir haben sehr viel so Familienarchivaufnahmen auf Super 8 gedreht, die ich irgendwann mal von meiner Mutter in die Hand gedrückt bekommen habe. Und dann waren wir sehr fasziniert so von dieser Atmosphäre, die dieses Material hat und diese fragmenthafte Art der Erinnerung, dass einfach irgendwo ein Fenster aufgeht und man reingeworfen wird und das Leben beobachten kann und das bricht ab und plötzlich geht wo ganz anders wieder ein Fenster auf und wollten damit spielen. Und ich komme eigentlich vom Dokumentarfilm und die Recherche an diesem ersten Spielfilm, den ich gemacht habe, war eigentlich auch erstmal so die Arbeit an einem Dokumentarfilm, wo ich sehr viele Interviews geführt habe. Und da meine Oma 2012 gestorben ist, war sie die einzige Person, mit der ich nicht über diese Zeit und diese Entscheidung, um die es eigentlich in dem Film auch geht, einer jungen Mutter, wo es um die Trennung eben auch von der eigenen Tochter geht. Und meine Hauptansprechperson war dann eigentlich meine Mutter. Und so hat sich das dann dahin entwickelt, dass mein Zugang eigentlich so zu der Geschichte war. Und dass wir uns dann auch entschieden haben, den Film aus ihrer Perspektive zu erzählen, eben den Blick von einem kleinen Mädchen auf die eigene Mutter. Okay, auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte auch, die wir heute Abend erleben durften. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, gerne in den Chat stellen. Ich würde logistisch halber einfach mit der Slot-Reihenfolge weitermachen, damit wir die Filme nacheinander einfach gerne besprechen, dadurch, dass auch so viele Leute da sind. Aber wenn Sie Fragen haben, immer gerne stellen. Dann würde ich nochmal zurück zu Ellie kommen. Ihr habt ja eben erzählt, die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter, die auf eine ganz besondere Weise auch erzählt wurde. Wie war das denn für euch, wie wenn vielleicht einer Kinderdarstellerin auch am Set zu arbeiten? Man sagt ja immer, Kinder und Tiere beim Film sind nochmal besondere Herausforderungen. Wie war das mit Blanka Cwiwakoje da am Set zu arbeiten? Ja, klar, mit Kindern zu arbeiten. Also ich glaube, da können meine zwei Producerinnen gleich auch noch mal was zu sagen. Ist natürlich immer eine besondere Herausforderung. Man hat einfach nicht so viel Zeit. Das schränkt einen natürlich enorm ein. Nichtsdestotrotz ist es natürlich, man bekommt so ganz viel, finde ich, bei Kindern so auf eine sehr direkte Art zurück und wird natürlich sehr schnell gespiegelt. Also wie klar
gibt man Anweisungen, wie gut kann man irgendwas erklären, wie gut wird es dann eigentlich umgesetzt. Und ich glaube, dass da natürlich die Kombination auch mit Hannah, da kann Hannah ja auch gleich noch was zu sagen gerne, das war natürlich auch spannend, also eine professionelle Schauspielerin am Set zu haben und eben in Kombination mit dem Kind. Genau, das war tatsächlich manchmal so ein Spagat für die Inszenierung und auch für mich als Regie. Genau, aber ich glaube, dadurch haben wir sowas sehr Authentisches oder sowas haben wir eigentlich dadurch kreieren können. Ich weiß nicht, wer zuerst was sagen möchte. Schaltet euch einfach frei. Hannah, vielleicht zuerst. Man hört dich leider nicht. Du musstest dein Mikro aufheben. Jetzt, ich glaube, jetzt hört man mich. Ja? Ja, genau. Ja, perfekt. Ja, also ich glaube, um es so auf einen großen Nenner für mich zu bringen, es war natürlich herausfordernd. Also es hat positive Seiten, weil Kinder immer direkt sind. Man kommt nicht drum herum, als Schauspieler auch direkt zu antworten und direkt zu spielen. Das ist schon mal ein großer positiver Aspekt daran, am Spielen mit den Kids. Also mit der Branka. Aber es hat natürlich auch, sind natürlich Kinder und keine professionellen Schauspieler. Das heißt, die erarbeiten sich keine Szene, wissen nicht, was sie tun. Meistens gibt es Textschwierigkeiten, wo man dann als Schauspieler immer mit angehalten ist, denen auch mitzuhelfen natürlich. Also man hat natürlich immer noch die Autorität und man ist der Erwachsene und versucht gleichzeitig zu helfen und zu unterstützen und muss dann aber gleichzeitig auch umschalten und wissen, dass man ja auch selber noch seinen Anteil dazu leisten hat. Und ich würde es als super interessant und total herausfordernd und natürlich auch anstrengend so im Nachhinein die Erinnerung, würde ich so sagen. Ja. Schön. Oder was ergänzen wollt. Ja, also ich glaube, was ja beim Filmemachen immer der Fall ist, ist, dass die Stimmung sich eigentlich so am Set irgendwie später dann im Film widerspiegelt. Und ich glaube, wenn man Kinder am Set hat, dann ist es einfach nochmal mehr so. Also dass jede Stimmung irgendwie von den Kindern so aufgesaugt wird und irgendwie transportiert wird. Und aus Produktionssicht kann ich nur sagen, hat man natürlich irgendwie diese Verantwortung für dieses kleine Mädchen. Und da war es auch irgendwie total interessant, weil die Mutter von Blanka eben alleinerziehend ist und sie dann auch nicht irgendwie 2 Wochen frei machen konnte. Und Blanka kommt eben aus München und sie hat uns ihre Tochter dann echt richtig cool anvertraut, sage ich mal. Und wir haben halt diese Verantwortung irgendwie als Team dann getragen, uns irgendwie nicht nur am Set, sondern einfach rund um die Uhr um Blanka zu kümmern. Und es war irgendwie so eine sehr intensive Zeit, glaube ich. Und es war irgendwie schön und hat dem Film, glaube ich, dann irgendwie auch gut getan, weil man wirklich zu so einer Familie geworden ist, weil wir da so unseren kleinen Wanderzirkus hatten. Und Blanka hat sich da einfach super toll drauf eingelassen so und ist da irgendwie mit uns mitgegangen, obwohl sie uns ja eigentlich auch nicht gut kannte. Klar, Vivian und Blanka hatten natürlich durch die Proben dann schon ein Verhältnis zueinander aufgebaut, aber alle anderen waren ja relativ fremd und da muss man echt mal so eine Lanze brechen für so ein kleines Mädchen. Und das hat dann einfach wirklich echt toll geklappt. So, und natürlich sind es Kinder am Ende des Tages, also manchmal hat sie dann eben nicht Lust, irgendwie den Basketball zum 100. Mal zu werfen. Und da musste dann, glaube ich, gerade Hannah und Vivian dann oft irgendwie Überzeugungsarbeit leisten. Aber das hat dann am Ende doch immer sehr gut geklappt, tatsächlich, ja. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich will Ann-Kathrin nicht übergehen. Willst du auch noch was sagen? Also ich glaube, die Mama hat erzählt, dass die Blanka auf jeden Fall nach diesen 2 Wochen viel disziplinierter war zu Hause. Okay. Ja, auch nicht schlecht. Genau, dann gab es eine Publikumsfrage zu Ellie direkt schon. Eine andere Besonderheit war ja, man sieht im Film ganz lange das Festival, auf dem sich Ellie mit Toni befindet. Wie war das logistisch? Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr auf einem Festivalgelände, wurde das extra für den Film inszeniert oder wie habt ihr das gemacht?
Nee, das, also das Festival gibt es wirklich, das ist die Wilde Möhre. Genau, das ist in der Nähe von Cottbus und meine super tolle Regieassistentin Britta hat tatsächlich diesen Kontakt hergestellt zu dem Festival und genau, wir haben uns dann getroffen mit dem Festival und konnten die überzeugen, dass wir dort drehen dürfen, was natürlich aber an super viele Auflagen auch gebunden war. Ich glaube, da können auch Anka und Rieke gleich noch mal ein bisschen was genauer erzählen. Ja, wir haben da super dokumentarisch gedreht. Also wir waren echt ein sehr, sehr kleines Team und durften in dem Sinne nicht auffällig sein, aber was wir natürlich total waren, weil wir einfach ein Kind dabei hatten und da mit Schauspielern durch die Gegend gezogen sind und mit einer fetten Kamera. Und einer Tonangel natürlich. Und dementsprechend mussten wir natürlich so ein bisschen gucken, wie sensibel ist das? Es waren natürlich andere Leute im Bild, aber man musste immer so ein bisschen abwägen, okay, wollen die das gerade? Ist das okay für die? Das ist natürlich ein Festival, ja, wo auch, wo man feiert, wo aber erstmal eigentlich ein geschützter Raum ist. Und deswegen wollen natürlich auch manche Leute nicht, dass sie gefilmt werden. Genau, und da mussten wir einfach immer schauen, dürfen wir das jetzt gerade oder nicht. Ja, und ich glaube aber deswegen haben die Szenen auch sowas sehr, ja, sowas Dokumentarisches und irgendwie auch so ein bisschen sowas Rohes, was ich gerne mag, ja. Ja, genau, und ich glaube, das war eine super Zusammenarbeit mit der Wilden Möhre tatsächlich und ich glaube, dann haben wir irgendwann aber auch verstanden, okay, ein paar Teile müssen wir halt einfach irgendwie abgesondert drehen, weil wir das nicht während des laufenden Betriebes drehen können. Und dann haben wir eben einen Teil vorproduziert, sozusagen während die Wilde Möhre noch aufgebaut hat, also relativ kurz vorm Festival und dann eben nochmal einen Teil während des Festivals. Und das war auf jeden Fall eine Herausforderung, glaube ich, so da irgendwie so die richtige Art und Weise zu finden, da zu drehen. Aber es hat, glaube ich, also ich glaube, da können Vivian und ich glaube, unser Kameramann Manchase auch da noch mal mehr drüber erzählen, aber das war, also ich finde, es hat sich total gelohnt, weil diese Atmosphäre einfach super, super schön ist und dem Film wirklich, wirklich gut getan hat. Genau. Den Kameramann wollte ich nicht übergehen, habe ich eben getan. Herzlich willkommen auch. Ich weiß nicht, ob Sie, du irgendwas auch dazu sagen möchtest, wie das so war, was da für besondere Herausforderungen an die Kamera auch, weil ich denke, das ist ja auch nicht so einfach, da die richtigen Bilder in einer kurzen Zeit genau einzufangen. Hallo, hört ihr mich? Ja, jetzt. Perfekt. Ja, ich fand, es hat sehr viel Spaß gemacht, dieses Dokumentarische. Wir haben uns natürlich Gedanken im Vorfeld gemacht wegen diesen Auflagen und eine Sache war schon, dass wir zwar die Kamera versucht haben, so klein wie möglich zu halten. Trotz natürlich des Cinema-Formats, und man möchte immer die Qualität ja hochhalten, haben wir uns dann für so eine Venice entschieden mit so einem Rialto-Sensor, den man vorne abnehmen kann, und somit war die ziemlich klein. Und das war eigentlich technisch so, dass das Spannende, das Format auszuprobieren mit der Cam. Und als Team hat es einfach wahnsinnig Spaß gemacht, da durch dieses Festival zu gehen. Und es war natürlich anstrengend, aber man konnte ziemlich gut Stimmung einfangen. Dadurch, dass das Team so klein war und wir uns so frei bewegen konnten. Und ich bin ein bisschen krank, sorry. Und genau. Und wir haben uns auch für das Format 4:3 entschieden, was teils mit der Entscheidung war oder zu tun hatte, auf diesem Festival zu drehen, um es einfach ein bisschen enger zu haben. Das war natürlich, fand ich auch eine gute Entscheidung, weil man natürlich so versuchen konnte, die ganzen Besucher des Festivals aus dem Bild zu halten. Deswegen ist es auch sehr eng geframed, das war natürlich auch nochmal eine Sache, weil wir eben nicht immer umgehen mussten, Gesichter zu zeigen. Denn wenn man jemanden gefilmt hat, konnte man nicht direkt im Anschluss da rangehen und sagen, ah ja, wir haben hier dein Gesicht, kannst du uns die Unterschrift geben? Das war natürlich viel zu kompliziert. Also haben wir haben das natürlich gemacht, aber trotzdem versucht, soweit es geht, die Leute aus dem Bild zu halten und nur so im Hintergrund als Filmmaterial zu haben.
ist euch auf jeden Fall gelungen. Es sind auch tolle Bilder entstanden. Wenn es keine Publikumsfragen im Moment gibt, vielen Dank schon mal für die tollen Antworten, würde ich zum nächsten Film Julka und Julie über switchen quasi. Es dürfen natürlich immer noch gerne Publikumsfragen zwischendurch gestellt werden, die werden hier nicht vergessen. Genau, Gloria, wie war das bei euch beim Film? Ja, wir haben eben schon über Beziehungen gesprochen. Mir ist besonders gut gefallen, hat mir diese Beziehung zwischen Jung und Alt, die du ja auch in den Schnitten sehr, also lässt die beiden Ebenen sehr miteinander spielen, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Wie war das, also wie war da die Idee, das so zu machen oder das Drehbuch so zu entwickeln? Da würde ich gern an die Alice weitergeben, die das Drehbuch hauptsächlich aufgestellt hat. Genau, wir haben zwar sehr eng gemeinsam gearbeitet, aber ich glaube, da kann sie am besten was dazu sagen. Okay, bin ich gar nicht sicher, ob ich das am besten kann. Ich dachte, das ist jetzt vielleicht mehr so eine Schnittfrage am Ende. Es war halt so von Anfang an so ein bisschen so ein Abwägen davon, wie viel von dem Jungen zeigt man, wie viel von dem Alten zeigt man. Irgendwie ist das jetzt auch schon eine Weile her, aber korrigier mich, Gloria, wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir am Anfang relativ viel von den Frauen in ihren späteren Jahren und nicht so viel von den jungen Jahren. Und wir haben aber irgendwie gemerkt, dass wir einfach verständlich zu machen, natürlich, wieso diese Beziehung zwischen den beiden so ist, wie sie halt ist, dass wir einfach viel mehr aus der Vergangenheit natürlich erzählen müssen. Und es ist ja auch irgendwie erzählerisch sehr spannend, die gleichen Figuren in unterschiedlichen Jahren irgendwie darzustellen. Und dann haben wir natürlich schon beim Schreiben überlegt, okay, wie muss es halt nachher im fertigen Film aussehen? Wie kann man das quasi so miteinander verweben, dass es sich nicht so sehr nach so einer klassischen, irgendwie das Bild wird verschwommen und wir sehen jetzt so eine Rückblende, dass das nicht so ein Gefühl hat, sondern dass es irgendwie so einen Fluss hat, der, wo so die Szenen so ineinander übergehen und so. Das hat natürlich dann, muss man ja immer dann erst probieren, ob das überhaupt klappt. Und beim Dreh ist ja eh immer nochmal alles anders. Und dann hat Jena das ja auch so schön zusammengeschnitten und viel gebastelt irgendwie tagelang und so. Und hat das dann ja auch, wie ich finde, auch ganz gut dann gelöst. Ja, ich würde dazu noch ergänzend sagen, dass ich finde, es war so eine Herausforderung für uns, dass das eben keine Klischeefiguren werden in der kurzen Zeit, die wir zur Verfügung hatten, das zu erzählen. Gleichzeitig war Alice und mir wichtig zu zeigen, warum lieben die sich eigentlich? Was finden die eigentlich aneinander? Das war irgendwie so die Herausforderung und wir haben auch im Prozess des Entwickelns sind wir immer wieder hin und her geschwankt, so an einem Tag fanden wir, dass wir Julie total gut herausgearbeitet haben und jeder versteht, warum Julka Julie liebt und waren ganz verzweifelt, weil wir nicht mehr wussten, warum liebt eigentlich Julie Julka. Und so haben wir da immer so hin und her überlegt und versucht, da irgendwie eine Balance reinzukriegen, die dann Lena eben im Schnitt, vielleicht magst du auch noch was sagen zu diesem Wechsel, dann auffangen musste, was wir da vorher zusammen gebastelt haben. Ja, also das war auf jeden Fall eine der Sachen, die auch am meisten Spaß gemacht haben beim Schneiden. Also diese Wechsel zwischen Vergangenheit und Gegenwart und gerade, weil eben erstmal nicht alles so aufgegangen ist wie im Drehbuch, aber ja, das war dann auch spannend einfach zu sehen, wann ist es am flüssigsten, wann steigt die Spannung am besten, wenn wir eben zwischen den Zeitebenen wechseln. Auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gelungen. Wir haben ja auch Darstellerinnen heute Abend da im Film. Also wir hatten zweimal Julka, wir hatten zweimal Julie. Wie war das für euch, Sarah Simons, Helena Gossmann, Diane Disterhoff? Ich weiß nicht, wer anfangen will. Ihr habt diese besondere Beziehung auch. Ja, gerne. Fangt einfach an.
Das Mikro ist leider stumm. Jetzt müsste es gehen. Bin ich jetzt zuhören? Ja. Jetzt geht's. Ja, ja, bitteschön. Okay. Es gibt da zwei Punkte, die ich gerne mal sagen möchte, als ich das Drehbuch las. Ist das eine Geschichte, die mich sehr berührt hat und die mich auf der anderen Seite auch ein bisschen traurig gemacht hat. Und zwar traurig gemacht hat, dass es bis zum heutigen Tag eigentlich immer noch Vorbehalte gibt zu einer anderen Lebensweise, zu den Schwulen und auch den Lesben. Das ist in der Gesellschaft. Das ist oft nicht ausgesprochen, aber es ist vorhanden. Und da einfach mal zu versuchen, eine sowohl aus der Jugendzeit eine Liebe zu zeigen, was eine Liebe ist, die dann allerdings in der Geschichte einen Weg nimmt. Und die Julka ist in ein, hat etwas, hat Scheu, etwas auszusprechen, etwas zuzugeben und hat ein Leben geführt, ein normales Leben, für Menschen ein normales Leben. Bis zu dem Moment, wo sie gemerkt hat, dass sie etwas verdrängt hat, ein Leben lang und sich selbst belogen hat. Und eine wirkliche Liebe zu diesem Menschen nach wie vor gibt. Und das war meine Geschichte, es so zu vermitteln oder so zu zeigen, dass eine Liebe über ein langes Leben hinweg bestehen bleiben kann. Nicht, man so Liebe nennt, sondern was Liebe wirklich ist. Das war mein Anliegen und das habe ich versucht zu vermitteln. Das war die Geschichte, die kommt, es kommt noch etwas hinzu, was mich sehr, sehr persönlich berührt hat, weil ein Teil dieser Geschichte in meiner Familie zu suchen ist. Und das aufzugreifen und das zu versuchen zu verinnerlichen und in die Welt zu geben, das war auch ein Stück von Herzen dabei. Danke ich sehr, sehr herzlich eigentlich für dieses Drehbuch, auch immer, was auch immer viele gedacht haben dabei oder und überlegt haben und nicht so und vielleicht doch so. Trotzdem danke ich sehr für diese Geschichte und für diese Idee, etwas Schönes mitzuteilen. Es ist etwas sehr Schönes. Und da habe ich auch eine wunderbare Partnerin gefunden, in der Regie, und dafür möchte ich mich im Nachhinein auch nochmal bedanken. Es war eine sehr vertrauensvolle Arbeit und eine sehr, sehr schöne Arbeit von allen ringsherum. Es war wunderbar. Ich habe mich wohl gefühlt dabei. Es war nicht immer leicht, wie manches nie leicht ist im Leben, aber es war eine sehr tiefgehende Arbeit. Also für mich auch, finde ich, sehr emotional und ja, so. Mehr kann ich erstmal nicht dazu sagen. Vielen Dank. Es ist auf jeden Fall auch ein sehr schöner Film bei rausgekommen. In sehr schönen Beziehungen. Ja. Das alles mal freizulegen, was da in einem ganzen Leben verdrängt wurde und die Scheu war, es nicht zu sagen und es dann aber rauszuschreien, mehr oder weniger. Ja. Und es also wirklich zu behaupten, dass es so ist. Und das war für mich sehr, sehr, es so mitzuteilen. Dass Menschen, die meinen, sie haben etwas in sich, sollen es auch austragen, sollen es auch wirklich sagen, sollen es auch leben. Vor allen Dingen leben. Nicht nur sagen, sondern leben. So wollte ich das gerne gesehen haben. Und für die Arbeit natürlich, für den Film. Man gibt ja immer ein Stück von sich mit hinein. Ja. Das stimmt. Auf jeden Fall eine schöne Message, die wir heute Abend mitnehmen. Aber ich wollte, Sarah Simons, Helen Gossmann, ihr seid ja auch heute Abend da. Wie war die Arbeit für euch, quasi den
den jungen Part zu spielen, der den Vergangenheitspart. Na, es war insgesamt eine Harmonie in dem gesamten Ensemble, in dem gesamten Team, die ja alle fremd aufeinander kamen. Und, es war, was ein, wo ich ein großes Kompliment machen möchte, allen jungen Leuten möchte ich wirklich, und ich kann das machen, ich bin alt genug, um das sagen zu können, dass sie alle wunderbare Ideen haben, dass sie Kraft in sich spüren, dass sie ein Ziel haben, dass sie was mitteilen wollen und dass sie erfinderisch sind, kreativ sind und wunderbar. Und allen jungen Leuten habe ich immer gerne den Wunsch mit auf den Weg gegeben, sie mögen ihren Erfolg haben und sie mögen auch so weiterarbeiten. Und das war, es ist nicht, ich habe des Öfteren mit jungen Leuten gearbeitet oder junge Leute mit mir, von sowohl von Weimar, von der Bauhausschule, als auch von der Universität Babelsberg. Und jedes Mal bin ich selber mit so einer Kraft davon gegangen, dass ich gedacht habe, aber es ist einfach schön. Und allen jungen Leuten wünsche ich, dass sie anerkannt werden, dass sie gesehen werden, dass sie wahrgenommen werden und dass sie gute und schöne Aufgaben und schöne Ideen verwirklichen können. Das ist mein Anliegen gewesen. Und deswegen habe ich immer in solchen Arbeiten mit eingebracht und freue mich immer über es ist eine traumhafte Atmosphäre, ich kann es nicht anders sagen. Es hat mich reich gemacht in der Arbeit und im Nachhinein noch. Und es bleiben immer so kleine Verbindungen und kleine Kontakte und man freut sich, wenn man miteinander reden, wenn man sich sieht und wenn man Kontakte hält. Das ist ein Umfeld in diesem Bereich. Ja. Noch mehr? Sehr wert. Ich würde könnte noch viel erzählen. Da sind noch andere Menschen da. Bitte? Ich würde weitergeben an Helena und Sarah, die vielleicht auch noch was dazu sagen können. Und genau. Ja. Vielen Dank. Okay. Bitte. Ich weiß, wer von euch beiden. Ich sage einfach mal was. Ich hoffe, ihr hört mich alle. Ja, super. Super. Also ich fand das Drehbuch natürlich auch wunderschön. Ich habe in der Uni schon mal mit Gloria zusammengearbeitet und dann hatte sie mich irgendwann angeschrieben und mir das Drehbuch einfach geschickt. Ich habe es gelesen und ich war so hin und weg davon und war absolut begeistert, weil ich schon beim Lesen so ein Tränchen im Auge hatte. Und ja, also für uns, Helena kann das vielleicht selber nochmal erzählen, also ich fand den Dreh wirklich wunderschön. Wir hatten, wie ich fand, ein wahnsinnig harmonisches Team. Gloria ist eine Regisseurin und das schätze ich sehr an ihr, die sehr vorher in die Feinarbeit schon geht, probt und vorbereitet und so. Das heißt, man steht wirklich am Set und man weiß, was man da spielt. Und das finde ich toll und es macht mir Spaß. Und ja, es war toll. So, Ende. Soll ich mal weitermachen, Sarah? Mhm. Ja, also der Dreh war tatsächlich sehr fantastisch und auch wundervoll vorbereitet. Also wir haben tatsächlich vorher unsere Julka und Julie sozusagen in Elter dann auch getroffen und uns gemeinsam überlegt, okay, wie kann man wirklich diese Transferleistung bringen? Das ist jetzt der junge Mensch und das ist dann der alte Mensch oder ältere Mensch. Und das war tatsächlich sehr spannend und auch zu merken, also wenn man so jemandem gegenüber sitzt, den man dann später, also der man später sozusagen sein soll, da merkt man wirklich, wie viel in so einem Leben passiert. Und ich meine, ich bin 25. Man denkt sich immer so, ja klar, irgendwann bin ich 60, aber man kann sich es nicht vorstellen. Und wenn dann jemand vor einem sitzt und man soll jetzt sozusagen da rein projizieren, das könnte ich sein, da wird plötzlich klar, wie viel in einem Leben steckt. Und das ist total spannend und das war auch wahnsinnig berührend. Und da hat Gloria sehr, sehr viel mit uns dran gearbeitet und wirklich es geschafft, mit uns verschiedene Ebenen aufzubauen, die zwei Menschen, die ja, also zwei Menschen, die eine Rolle spielen, zu verbinden. Und das fand ich tatsächlich sehr bereichernd. Und diese Geschichte zu erzählen mit Sarah war auch wirklich wunderschön. Und ich, ja, also
ich bin da sehr beseelt rausgegangen, ganz egal, wie schlimm es ja für den Teil meiner Rolle so geendet hat. Also es war eine sehr schöne Arbeit und auch das Endergebnis dann mit Liane am Ende, das war wirklich sehr, sehr schön und da ist sehr, sehr viel aufgegangen und man merkt richtig, wie viel Herzblut da an dieser ganzen Sache gesteckt hat und ja, das war wirklich sehr, sehr schön. Sehr schön. Es ist auch ein wundervoller Film, nochmal gesagt, beim Zuschauen ist bei mir angekommen. Ich denke, es geht da vielen ähnlich. Wir haben nicht nur zwei Leben gesehen, wir haben quasi auch zwei Szenenbilder, wenn man so will, gesehen. Wir haben ja auch die Szenenbildnerin Amelie Sins hier sitzen, glaube ich. Was war so das Besondere für dich an dem Film, am Szenenbild? Nicht mehr da? Irgendwie ist sie nicht mehr da. Ich weiß nicht, also eben habe ich sie noch gesehen. Sonst, Ich sag noch mal schnell dazu. Ja, gern. Gloria. Ja. Also die Szenenbildner, die Örtlichkeit und Einrichten und die Ausstattung, das war sowas von ins Detail gehend und sehr schön. Und auch das hat eigentlich viel, viel Freude bereitet. Und es war auch gut organisiert, durchweg insgesamt. Immer sehr behutsam miteinander umgegangen und sehr freundlich allen Dingen. Und Gloria war nicht nur gut vorbereitet, Gloria war auch ein sehr guter Gesprächspartner. Das kann ich nur zurückgeben. Alles klar, dann, wenn es auch keine Zuschauerfragen gibt, würde ich zum dritten Film des Abends kommen. Mama namens Linda ist ja auch hier. Ein sehr ungewöhnliches Kameraformat, du hast es am Anfang schon gesagt. Vielleicht kannst du noch mal kurz genauer ins Detail, wie habt ihr das mit der Kamera gemacht? Ist alles in Super 8 gedreht oder habt ihr eine extra Kamera dabei gehabt? Finde ich sehr spannend. Nee, es ist tatsächlich alles auf Super 8 gedreht. Es war eigentlich bei dem ganzen Film so die Prämisse, das ist quasi ein Drittjahresfilm, der an der Filmuni in München entstanden ist und ist also nicht der Abschlussfilm und deswegen haben wir uns alle groß auf die Fahne geschrieben, dass wir irgendwie was ausprobieren wollen und auch bei jeder Entscheidung uns lieber für das Risiko entschieden haben und nicht auf Sicherheit gespielt haben. Und so kam es dann eigentlich auch zu der Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir wollen in die 70er Jahre reisen und es soll eigentlich ein Film sein, der das erzählt, als hätte man quasi eine Schublade aufgemacht und ganz viele alte Familienfilme da drin gefunden und man schmeißt sie jetzt alle in den Projektor abends rein und lässt sie hintereinander abspielen und auf einmal passiert da so eine Geschichte oder man entdeckt da auf einmal eine Geschichte drin. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir das wirklich auf Super 8 drehen wollen und rein technisch gesehen auch deswegen, wir haben uns viele Tests angeguckt, wie man eben mit digitalen Kameras 8mm Film herstellt oder auch, ob wir auf 16mm Film drehen und das dann runterrocken in der Post auf 8mm, aber auch einfach so von dem Handling her, diese Kameras sind so klein und diese Point-and-Shoot-Kameras, dass man auch mit so einer schwereren 16mm Mühle viel zu ruhige Bilder eigentlich macht. Genau, und deswegen haben wir gedacht, dann machen wir es richtig, wobei das dann auch in der Postproduktion tatsächlich gar nicht so einfach ist, weil das sind eigentlich Consumer-Kameras und nicht professionelle Filmkameras und dann gibt es halt so nette Späßchen, wie dass der Motor in der Kamera nicht so perfekt gleichmäßig läuft und deswegen, wenn man dann den Ton von dem externen Tongerät und das Bild versucht anzulegen, dann läuft das halt ständig auseinander, weil einfach diese Bildrate gar nicht durchgängig ist und tausend andere Spielereien, die uns dann im Schnitt sehr gefreut haben noch, ja.
Du hast ja auch schon andere Filme gemacht. Im Vergleich dazu hat es länger gedauert. Gab es da Probleme? Wie lange dauert sowas überhaupt? Dauert es länger als ein anderer, normaler Dreh, in Anführungszeichen? Also wirklich nur der Dreh, also die 5 Tage Dreh, die waren tatsächlich gar nicht lang. Also ich glaube, wir hatten wirklich keinen einzigen Tag, wo wir über der Zeit waren. Was aber auch einfach daran liegt, dass wir eine sehr begrenzte Anzahl an Filmrollen hatten, weil wir kein unendlich großes Budget hatten. Und auf eine Rolle Super 8 gehen 2,5 Minuten Filmzeit drauf. Das war so ein bisschen auch so der Spagat, den wir hinkriegen mussten, dass wir auf der einen Seite ja ein bisschen so dieses wilde, unaufgeräumte von diesem Familienarchiv haben wollten, dass es auch so ein bisschen beiläufig erzählt sein soll. Und auf der anderen Seite mussten wir aber total genau planen, weil wir hatten einfach nur diese paar 40 Rollen, also knappe 2 Stunden Material für einen Film, der am Ende 23,5 Minuten lang geworden ist. Also das heißt, dass es halt schon extrem geplant war dafür, dass es alles so wild zusammengewürfelt aussehen soll. Und als Regie war ich am Set eigentlich auch die ganze Zeit blind in Anführungsstrichen, weil ich keine Videoausspielung hatte. Also normalerweise hat man eben so einen Monitor und da sieht man, was denn wirklich gerade eingefangen wird an Bildern. Und in dem Fall war das wirklich nur unser Kameramann Philipp, der durch den Sucher geguckt hat und der wusste, was wir haben. Und ich stand natürlich im Raum und konnte irgendwie erspüren, ob jetzt dieser Take und das Schauspiel schön war und besonders war und das transportiert hat, was wir erzählen wollen. Aber ich wusste jetzt nicht, was genau Philipp davon jetzt eingefangen hat und ob das alles scharf war oder keine Ahnung. Also solche Geschichten wusste man dann halt nicht. Und das gab es dann erst als große Überraschung also auf dem Schneidetisch. Aber deswegen war der Dreh auch fix, weil es gab keine Ausspielung, die man abnehmen musste, sondern gedreht, zack, fertig, nächste Szene. Es gab nichts zu besprechen. Ja. Auf jeden Fall, aber ein sehr interessantes Ergebnis am Ende, sehr schöner Film auch. Dankeschön. Der Film erzählt ja auch, du hast es eben schon kurz angerissen, die biografische Geschichte deiner Mutter. Ich glaube, das Zeichen hinter ist ja Mama-Namen, also auch meine Mutter. Willst du da quasi noch was zu ergänzen? Es wurde ja auch viel aus der Sicht bewusst von Kimia gezeigt oder gedreht, aus der Kameraperspektive der Tochter. Genau, warum die Perspektive, warum die Kinderperspektive? Also irgendwie war diese Geschichte so ein bisschen so ein Knackpunkt in dieser Mutter-Tochter-Beziehung. Und das war, also meine Mutter ist mit 2 Jahren in den Iran geschickt worden als kleines Mädchen und ihre Eltern sind dann erst einige Jahre später nachgekommen. Und das war eigentlich so eine Geschichte, die meine Mutter immer wie so eine Heldengeschichte erzählt hat, dass sie also auch als Kind immer ihren Freunden in der Schule, dass sie mit 2 Jahren ganz alleine in den Iran gegangen ist und wie sie das alles hingekriegt hat und ja, so tough und so hart und dass sie ja also so komplett auf sich alleine gestellt, also so war es natürlich nicht, sie war da bei der Großmutter im Iran, aber es war irgendwie, für sie war das so eine Geschichte, auf die sie irgendwie stolz war. Und als meine Oma 2012 krank geworden ist und es klar war, dass sie sterben wird, da war das, auf einmal hat sich diese Geschichte so komplett verändert. Und dann war das für meine Mutter irgendwie überhaupt keine Heldengeschichte mehr, sondern eigentlich so eine Geschichte, die so eine totale Verletzung offengelegt hat, wie ihre Mutter das so übers Herz gebracht hat, sie als kleines Kind mit der Oma irgendwie mal so, schon mal wegzuschicken und dann kommen wir irgendwann später nach. Und irgendwie fand ich das, also wir haben, das ging mir irgendwie nicht mehr aus dem Kopf raus und auch einfach so dieses Momentum, also das ist einfach eine, also meine Oma war sehr jung, als sie meine Mutter bekommen hat, dass sie einfach an einem Punkt in ihrem Leben eine Entscheidung getroffen hat, die in dem Leben ihrer Tochter so weitreichende Auswirkungen hat, dass ich jetzt an dem Abend mit meiner Mutter am Küchentisch sitze und über genau diese Entscheidung rede. Und dann war irgendwie klar, dass es irgendetwas damit zu tun hat und wir haben dann versucht in dem Film diese Tage, diese Weihnachtstage, wo die ganze Familie auch nochmal so zusammenkommt,
Und diese Tage vor dieser Entscheidung, also was haben da für Kräfte auf sie gewirkt, wieso kamen sie an den Punkt und einfach das nochmal so ein bisschen zu erörtern. Und wir haben es dann, ja, wir haben so ein bisschen vielleicht auch das Was-wäre-wenn-Spiel gespielt, weil sie bei uns im Film am Ende eine andere Entscheidung trifft, die jetzt auch gar nicht so, also für mich, wenn ich den Charakter meiner Oma mir angucke, eigentlich auch nicht so fern liegt, dass sie sich auch hätte anders entscheiden können. Auf jeden Fall sehr interessant. Noch als Anschlussfrage vielleicht, was war für dich so das Besondere an dem Film, wenn du sagst, es ist ja irgendwie Teil auch deiner Geschichte dann, wenn es die Geschichte deiner Mutter ist, deiner Familie, deiner Großmutter, war das anders zu drehen? Geht man da anders um mit in der Recherche oder wie war das? Also bei meinen Kommilitonen löst das manchmal so ein bisschen Schmunzeln aus, dass ich tatsächlich das Gefühl, dass ich sehr viel über Familie erzähle und auch viel so aus meiner eigenen Familie da mit reinlege oder so jetzt wie in dem Film direkt aus der Familie erzähle. Aber ich finde, dass das eigentlich so ein großer Schatz ist, weil das für mich erstmal bedeutet, dass ich einen sehr intimen Zugang habe. Und in dem Fall war die ganze Recherche an diesem fiktionalen Stoff eigentlich auch erstmal wirklich sehr dokumentarisch und es war auch lange Zeit gar nicht klar, ob das jetzt ein Dokumentarfilm wird oder ein Spielfilm. Also die Entscheidung ist recht spät im Prozess erst gefallen. Und ich habe eigentlich damit begonnen, dass ich mit allen Wegbegleitern von diesem Paar oder dieser jungen Familie Anfang der 70er Jahre, die Freunde, der Cousin, mein Opa, den habe ich im Iran besucht, und habe einfach mit diesen ganzen Leuten Interviews geführt. Und Erinnerungsfragmente, Gefühle, verschiedene Perspektiven auf die Figuren, die ich dann ja auch verändere und wir in der Drehbucharbeit geknetet und geformt haben, dazu erfunden haben, weggenommen haben. Aber wir hatten auf einmal so einen großen Pool an Erinnerungen, aus dem wir so picken konnten. Und für die Schauspieler war das, glaube ich, auch ganz interessant. Ich habe diese ganzen Interviews zusammengeschnitten zu so einer Art Mini-Dokumentarfilm, wo ganz viele verschiedene Leute aus ihrer Erinnerung über diese Person gesprochen haben und die Schauspieler konnten dann daraus das nehmen, was mit ihnen irgendwie resoniert hat und woraus sie dann ihre Figur formen konnten. Für mich, ja, also irgendwie muss man da dann schon auch seine Rolle, glaube ich, finden, weil man sich in dem Moment, wo man das dann teilt mit einem großen Team und anfängt, das zu kneten, sich natürlich auch einfach verletzlich macht. Und dieser Impuls, dass man irgendwie seine Mutter schützen will oder dieser Geschichte treu bleiben will, ist auch da. Und für mich war dann der Weg einfach der, dass ich mir die Frage gestellt habe, was eigentlich die Essenz in dieser Geschichte ist oder auch die Essenz von den Figuren, die überleben soll und was sind Dinge, die eigentlich nicht essentiell sind und die wir verändern wollen und auch problemlos können und dass halt quasi das Wichtige rüber übersetzt wird und beim anderen aber auch Freiheit da ist für alle aus dem Team, dass man das verändern darf. Ist ja aber auch auf jeden Fall auch hier sehr, sehr gut gelungen. Ein sehr, sehr toller Film. Wenn es Fragen aus dem Publikum gibt, ich gucke mal kurz. Ich glaube aber nicht, wenn ich keinen übergangen habe. Dann, wäre das auch die letzte Frage gewesen, sei denn, es hat noch jemand von euch was dann unbedingt loswerden will. Dann bleibt mir nur vielen, vielen Dank zu sagen für heute Abend. Vielen Dank, dass so viele Leute da waren. Mit unserem Filmsfestival geht es natürlich weiter. Morgen am 11.11. zeigen wir den Kurzfilmwettbewerb um 20.30 Uhr. Mit Mittellang geht es weiter. Der letzte Mittellang-Slot für dieses Festival läuft am Freitag mit Jung, Fragil und Moderne Liebe. Und wenn Sie weiterhin interessiert sind an anderen Filmen, jeder Film steht 48 Stunden zur Verfügung und kann gerne angeschaut werden und dafür kann gerne abgestimmt werden. Genau. Dann nochmal herzlichen Dank an alle, die da waren, an alle, die Rede und Antwort gestanden haben. Einen schönen Abend und machen Sie es gut.